Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Jetzt wird's ernst. Mein Name ist Virginia Ernst. Mein Name ist Dorothea Ernst. Und heute wollen wir ein wenig darüber reden, über das Thema Verreisen mit Kindern, ja oder nein. Wir waren ja vor kurzem, sind wir ja nach Portugal gereist und wir haben von mehreren Seiten einfach gehört bekommen, so, was? Ihr wollt wirklich fliegen mit zwei kleinen Kindern? Und wir wollen jetzt einmal ein kurzes Revue passieren lassen, was uns in Portugal alles widerfahren ist und ob wir es halt noch einmal machen würden und auch anderen Eltern vielleicht davon berichten, wie es halt ist, mit zwei kleinen Kindern quasi zu fliegen und zu verreisen. Also es hat ja eigentlich damit angefangen, dass wir schon zwei Wochen davor alles irgendwie schon aufgeschrieben haben. Du? Ja. Nein, wir haben beide aufgeschrieben. Ich habe gesagt, du hast aufgeschrieben. Also, ich habe weniger aufgeschrieben. Ich habe alles im Kopf gehabt, aber ich habe gewusst, ich muss es langsam irgendwie runterschreiben. Nein, das eine ist ja, dass wir waren ja auch in der Apotheke und haben halt, weil du halt Kinder hast, musst du in jeder Situation gewappnet sein, ja, ob das jetzt irgendein Insektenstich ist oder irgendein Fieber, dass du jetzt plötzlich... Jetzt habe ich Insektenstich, nicht Insekten, Insektenstich, habe ich verstanden. Also, Insektenstich. Insektenstich, ja. Ja, wobei... wir sind ja jetzt genau weggeflogen, wo diese Umbruchszeit ist, von Sommer auf Herbst, da werden immer alle krank. Und das war halt immer so, das war kritisch, sehr kritisch. Und das haben wir echt bis zum letzten Tag eigentlich erleben dürfen. Es wurde sehr kritisch, weil du hast mir eine Woche, bevor wir geflogen sind, plötzlich aus dem Schlafzimmer geschrieben, der große Kleine hustet. Und ich habe mir nur gedacht, der große Kleine hustet, ja. Und ich habe mir nur gedacht, na Maria, ja, es ist ja immer so, dass wenn einer beginnt, geht es ja durch die ganze Familie durch. Es ist, ich glaube, jeder, der Kinder hat und im Kindergarten, wo die Kinder im Kindergarten sind, kann ein wirkliches Lied davon singen, dass halt wirklich alle dann krank werden. Egal, was für eine Krankheit das ist, es ist vielleicht einer, und das bist meistens du, die dann stark bleibt, ja, davon befreit ist, aber alle anderen liegen. Ja. In dem Fall war es halt wirklich dieser kleine Mann, der halt nichts abbekommen hat, ja, Gott sei Dank. Den Schutz der Muttermilch noch. Aber es ist wirklich durch alle dann nochmal durchgegangen, schön eine Woche, bevor wir geflogen sind und sind dann... am einen Tag, bevor wir geflogen sind, sind wir alles noch einmal abklären gegangen beim HNO, weil man weiß ja nie wirklich, wie es ist mit Kindern wegen Druckausgleich und so, und wollten nur mal sicher gehen, weil das einfach ein Risikofaktor ist für kleine Kinder, wenn man fliegt und man weiß nicht, wie der Druckausgleich ist. Deshalb haben wir das kontrollieren lassen und die Ärztin hat auch gleich gesagt, dass unser Sohn, das ist, passt alles, wir haben auch diesen Druckausgleich testen lassen. Nur der Kleine macht ihr keine Sorgen, sondern ich mache ihr Sorgen. Weil bei mir ist ja auch schon ziemlich in der Nase wieder mal gesessen und in den Nebenhöhlen. Und da haben wir uns schon überlegt, ob wir überhaupt fliegen. Ja, weil sie nicht gewusst hat oder nicht sagen konnte, ob es jetzt schlimmer wird bei dir oder nicht. Das hättest nur du irgendwie. Nein, ich hab dann mehr oder weniger... mich dazu entschlossen, das zu wagen. Ich habe mir einen sicherheitshalber Nasenspray mitgenommen, den ich mir einmal reingesprüht habe, aber ich habe es trotzdem ein wenig am Flug gespürt, das muss ich schon sagen. Aber die Kiddies waren da eigentlich sehr schmerzbefreit. Aber du bist bis, glaube ich, 2 Uhr früh, hast du 3 Koffer gepackt. Naja, bis 2 Uhr früh zwar nicht, aber ich glaube, ich bin um 12:30 bin ich dann schlafen gegangen. Aber... es war ja so, dass wir bis kurz davor eigentlich gar nicht gewusst haben, ob wir jetzt fliegen oder nicht wegen dir. Ich habe ja erst am späteren Nachmittag haben wir ja eigentlich erst die Koffer gepackt. Ja, wir sind recht spät dazugekommen, weil ich war so hin und her gerissen, weil ich nicht wollte, dass ich dann in Portugal wirklich krank liege, weil das macht ja auch noch... keinen Spaß, also das wäre sehr unlustig gewesen. Und wir sind ja jeden zweiten Tag eigentlich weitergefahren, aber dazu kommen wir dann noch ein bisschen später. Aber wir haben, ja, das stimmt, wir haben wirklich erst gegen 16, 17 Uhr angefangen, die Koffer zu packen. Und es ist ja immer so lustig, weil ich packe meinen Koffer und du packst alle anderen Koffer, ja. Also du hast wirklich für beide Jungs
also wir hätten ja einen großen Koffer noch mitnehmen können. Aber wir haben gesagt, nein, die Jungs packen wir in einem, weil das wär sich nicht mehr ausgegangen. Allein schon das Einräumen und Ausräumen. Ja, da hätten wir eine weitere Person dazu gebraucht, die uns hilft. Aber du warst da echt brav. Du hast wirklich alles eingepackt gehabt. Also das nimmt ja alles, man muss ja bei den Kindern wirklich auf alles irgendwie achten. Also von den Windeln, unsere beiden tragen ja beide noch Windeln, ja. Dann das ganze Umziehzeug, weil dieser kleine Mann hat ja noch nach wie vor die Anwandlung, sich anzuspeiben. Ja. Also du musst immer was mithaben als Reserve und so oft kommst du dann im Urlaub, sage ich jetzt einmal, auch nicht zum Waschen. Nein, das stimmt. Ja, du musst halt alles mitnehmen. Geht nicht anders. Für mich habe ich echt nur jeden Tag quasi ein Outfit mitgenommen. Aber wir das haben war bei dir anders, oder? Ich habe witzigerweise die meisten Kilos gehabt. Ja. Von allen, ja? Von allen, ja. Ich habe am wenigsten gehabt. Du hast am wenigsten gehabt, was mich total wundert. Wir haben uns so eine Waage gekauft, wo du halt sehen kannst, wenn du es anhebst, wie viel Kilos hat. Ich meine, es waren jetzt nur Gramm Unterschied, aber es ist schon faszinierend, dass ich am meisten irgendwie gebraucht habe. Aber ich habe die Sportsachen auch mitgehabt. Ja, die Sportsachen hast du natürlich ausgemacht. Ich habe meine Trainingsbänder mitgehabt, die wiegen schon einiges. Aber gab es im Endeffekt irgendwas, auf was wir wirklich geachtet haben beim Packen? Auf die Kilos. Abgesehen von den Kilos, aber von... Der Kampf mit den Kilos, wobei wir ja eigentlich eh noch 20 Kilo frei gehabt hätten. Aber das haben wir nicht so gewusst. Wir haben dann gesagt, wir gehen dort shoppen vielleicht und dann brauchen wir die Kilo. Aber ich fand es so schwierig, weil dadurch, dass wir noch nie in Portugal waren und das auch so eine Zeit ist, wo du nicht weißt, wird es warm, wird es kalt, ja, musst du echt für alles irgendwie was mitnehmen. Mhm. Und das fand ich halt irgendwie ein bisschen... Das Wetter hat auch extrem geschwankt. Ja, extrem. Also wir haben eine Woche davor reingeschaut, da war strahlender Sonnenschein, dann 6 Tage davor, dann war nur Regen. Also es war wirklich... Es hat sich von Tag zu Tag komplett geändert. Ja, das stimmt. Ja. Es hat sich wirklich jeden Tag geändert. Und deshalb war es auch so schwierig für uns, was nehmen wir mit. Im Endeffekt waren eigentlich die langen Hosen komplett unnötig, aber es war wirklich warm. Ich habe mir nur... Für diese 8 Tage habe ich mir 2-3 lange Hosen mitgenommen. Und mit denen bin ich super ausgekommen. Eine für Hinflug, eine für Rückflug und dann eine für Notfall zwischendurch. Und dann habe ich beinhart mich durchgebissen mit den kurzen Sachen eigentlich. Ja, ich hatte da schon mehr Hosen mit, glaube ich. Aber ich war jetzt auch nicht so fix drauf aus, dass ich so viel einkaufen werde dort, sage ich da ganz ehrlich. Nein, ich auch nicht. Also wir haben uns das offen gehalten natürlich, aber ich habe gewusst, wir sind ja jeden zweiten Tag eigentlich in ein anderes Städtchen gefahren. Wir werden nicht wirklich viel Zeit haben zum Einkaufen. Ja. Und ja, aber im Endeffekt sind wir dann... Am 10. Oktober sind wir dann auch geflogen. Also mir ging es dann auch schon besser am nächsten Tag und ich habe gesagt, nein, wir machen das jetzt und habe mir Notfallsachen mitgenommen, die ich Gott sei Dank nicht gebraucht habe. Aber eins muss ich schon sagen, ich war schon nervös vor dieser Reise, weil ich einfach nicht gewusst habe, was wird auf uns zukommen. Wir waren in diesem Land noch nie. Wir wissen nicht, wie die Leute drauf sind. Wir wissen nicht, wie die Jungs reagieren, wie sie beim Fliegen sind grundsätzlich. Also es war für uns alles sehr neu. Ich weiß, du bist definitiv eine Person, die sehr gechillt ist und das alles schon irgendwie als Flugbegleiterin irgendwie miterlebt hat. Ja, und wir haben uns ja einen kürzeren Flug ausgesucht. Wir sind jetzt nicht nach Amerika oder nach Südafrika geflogen, wo du den ganzen Tag fliegst, sondern nur 3 Stunden. Aber es war für mich schon eine neue Situation. Wie wird das sein? Und ich mache mir auch immer die schlimmsten Szenarien im Kopf. Was wäre, wenn? Deswegen bist du auch krank geworden. Wahrscheinlich. Weil in einer Hinsicht ich ja sicherlich Angst vor der ganzen Reise irgendwie gehabt habe, aber trotzdem wollte ich das machen, weil ich möchte nicht oder wir wollen nicht aufgrund der Kinder jetzt uns auf eine gewisse Art und Weise einschränken. So ist es. Ja. Also das macht das Alter schon.
Weil dieses abendliche Fortgehen oder sowas, da bin ich ja sowieso zum Schmassen. Ja. Wenn ich nicht gerade Konzert habe, bin ich, sage ich auch offen und ehrlich, ich bin einfach müde. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich kann am Abend, wenn mich irgendwer fragt, hey, gehen wir am Abend was trinken, sage ich, ich kann nicht. Ich bin einfach zu müde. Mhm. Ja. Ja, aber im Endeffekt sind wir dann auch wirklich im Flieger gesessen. Meine Mutter hat uns dann auch hingebracht und wenn jetzt die Frage kommt, wo unser Hund geblieben ist, der hatte wieder mal Urlaub in Niederösterreich bei meinen Eltern, wo es ihm super ging. Und wir haben uns auf die Reise begeben und ich wollte auch das Ganze ein wenig dokumentieren, um zu zeigen, wie es uns geht, was uns tagtäglich erwartet hat irgendwo. Und angefangen hat es einmal, dass wir um 10.25 Uhr, glaube ich, sind wir geflogen. Und das war schon mal die erste Challenge, weil wenn du in der Früh weg musst, schlafen die Kinder extrem lange. Das ist so ein Phänomen, aber das, glaube ich, kennt eh jeder. Also wenn du den Mega-Stress hast, dann können sie schlafen bis um 9, 10. Ja, und du denkst, wieso können sie das nicht einmal machen, wenn ich auch erschlafen kann? Ja, wenn wir dann frei haben oder irgendwas, dann sind sie putzimunter um 6, 7 in der Früh. Vor allem, wenn du dann einmal sagst, du schläfst ja, aus. Genau, dann sind die Jungs sowieso schon munter. Ja. Aber da waren wir ja schon alle fertig und dann haben wir die Kinder quasi abgearbeitet, dass wir sie anziehen, umziehen. Ja. Der Große war ja nicht wach zu kriegen. Ja. Der hatte so einen tiefen Schlaf zeitweise, dass du den hättest du nehmen können, ins Flugzeug setzen können und dort wäre er aufgewacht. Ja. Also, ja. Nein, aber es war schon stressig. Also ich empfand es schon als stressig, mit drei großen Koffern. Ja, ich finde immer so diese, bist du dann wirklich, also erholen, finde ich, kannst du dich dann wirklich erst, wenn du im Flieger sitzt eigentlich, weil dann weißt du, okay, bis dahin haben wir es jetzt einmal geschafft. Das ist schon einmal easy going, die Koffer sind abgegeben. Das ist, finde ich, auch noch einmal so ein Stress, diese Koffer abgeben. Mhm. Mit zwei Kindern, die auch so alles natürlich bestaunen. Vor allem der Älteste, der narrisch auf diese Flugzeuge war. Zeug, Bus. War Auto. Der hat den ganzen Flughafen niedergeschrien. Eben voll lieb. Aber zu der Zeit halt ein bisschen zu stressig wahrscheinlich. Aber wir lieben ja den Stress. Tun wir das? Naja, zeitweise, wenn so ein positiver Stress da ist, man muss immer negativen Stress und positiven Stress unterscheiden. Und ich finde, so ein positiver Stress, wobei ich hatte schon ein mulmiges Bauchgefühl, weil ich ja nicht gewusst habe, auf was mich zukommt, auf was uns eigentlich alles zukommen wird, habe ich einfach ein bisschen so ein mulmiges Bauchgefühl gehabt, weil ich einfach nicht wusste, was auf uns zukommen wird. Ja, man kann es doch sagen. Ja, nein, das ist einfach so, gesagt ist. Warum hast du so ein Bauchgefühl gehabt? Es hat sich eh im Endeffekt alles gelegt, ja, aber man ist einfach nervös, wenn du das erste Mal, das zweite Mal, wenn wir noch einmal fliegen, glaube ich, wird das viel, nicht stressbefreiter sein, sondern ich werde viel entspannter sein. Ja, weil du einfach die Situation irgendwo ein bisschen schon kennst. Ich bin ein Routinemensch. Ja, das stimmt. Du bist ein Routinemensch. Und ich bin aus meiner Komfortzone, Dorothea, das weißt du, herausgegangen. Ja, ich habe am Flieger noch Step gesagt, ich gewesen. Bin sehr stolz auf dich. Na wirklich. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht im Weg stehen. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Dinge trotzdem unternehmen, jetzt, auch wenn es jetzt nicht fünfmal im Jahr ist, aber wir wollen trotzdem die Dinge unternehmen, wo viele sagen, nein, das hat sich aufgehört, nachdem wir Kinder gekriegt haben. Und das will ich einfach nicht. Ich muss sagen, also jetzt nur um den Urlaub irgendwie Revue passieren zu lassen, fand ich es eigentlich sehr schön. Ich würde den Urlaub grundsätzlich mit Kindern nur anders gestalten. Also ich finde Urlaub, Städtereise mit Kleinkindern, vor allem Portugal, wo du wirklich nur Städte hast eigentlich. Ja, aber abgesehen davon, du hast dort immer nur eine Steigung. Mit Buggy? Mit Buggy ist das der Horror. Mhm. Und noch dazu so Pflaster, ganz kleine Pflastersteinchen, wo du mit dem Kinderwagen eigentlich prinzipiell immer nur hängen bleibst. Ja.
Es ist ein Wunder, dass uns keiner irgendwie rausgefallen ist, ganz ehrlich, weil das ist zart. Also bist du gefahren, lalalala, und plötzlich ist ein Urloch in diesem Pflasterstein drinnen gewesen, ist gegangen, tack. Und ja, die haben auch immer so drüber gebaut, also über die Baumwurzeln, das ist richtig duck, duck, duck. Da hat einfach jemand so eine Fliese oder so einen Stein, so einen Pflasterstein einfach hingekippt. Über die Wurzeln des Baums drüber. Es war sehr charmant. Also es war schon sehr schön auch, ja, das stimmt schon. Und wir haben versucht, den Ältesten wirklich viel laufen zu lassen, auch, gell, damit es für uns nicht so anstrengend ist. Der Kleinste ist immer in der Babytrage drinnen gesessen. Von daher ging es eh. Aber es gab halt dann die Momente, wo einfach vielleicht auch viel los war, wo du geschaut hast, dass der Ältere im Wagerl sitzt, damit du einfach... Ja, nichts. In Ruhe irgendwo hinschauen kannst. Ja. Ja. Nein, es war, du musst einfach natürlich, du hast in einem Urlaub, also wenn du im eigenen Land bist, kennst du ja alles schon so circa. Aber ich habe es halt schon empfunden, du hast dann noch mehr Verantwortung, weil du bist ja trotzdem am Meer. Wir haben uns extra auch noch eine Schwimmweste zugelegt, das im Falle eines Falles, ja. Wir waren ja auch am Boot. Ja, die Situation erzählen wir dann auch noch am Pool am Schluss. aber du musst dich halt schon als Eltern von zwei Kleinkindern gut vorbereiten, weil es könnte ja im Grunde alles irgendwie eintreten, weil es kann von strömenden Regen bis zur Hitze, du musst ja alles... Haben wir ja im Grunde auch alles wir gehabt. Wir haben alles irgendwie gehabt, ja, aber wir haben auch alles wirklich mitgehabt. Also du warst da diejenige, die dann wirklich auch immer geschaut hat, wo können wir was besorgen, was halt auch von der Qualität her sehr gut ist und nicht so viel Platz einnimmt, weil wir hatten Schwimmflügel und Schwimmweste, ja, aber nicht diese batzige, die wir hatten in den 90ern, sondern so eine Übungsschwimmweste, also so eine zum Schwimmen eigentlich auch noch geeignet ist. Und an diese Dinge musst du ja, wenn du alleine bist, gar nicht denken. Ja, ja, stimmt. Hätte ich diese Koffer gepackt, glaube ich, wäre ich gar nicht mitgegangen. Ja. Nur der Koffer leer, mit Spielzeug vielleicht, ein paar Windeln. Nein, nicht nur, du hast sowieso in den Handgepäckskoffer die ganzen Bücher und Spielsachen mitgenommen. Ich meine, du denkst ja an wirklich alles. Ich hatte ja nur den Fokus drauf, was nehme ich? Ja? Ich musste meine Vitamine mitnehmen, mein Schlafquad, und ich hatte Panik, dass ich was vergesse. Aber du hattest drei Koffer zu packen. Ja? Und das Schlimme ist, du lässt dir ja dann auch nicht helfen. Weil ich bin im Grunde da nicht so eine Hilfe für dich, glaube ich. Nein, du würdest mir dann mein ganzes Konzept durcheinander bringen, weil ich arbeite das in meinem Kopf so ab und weiß, wo ich was hingebe, was in welchem Koffer ist. Deswegen, da muss man mich dann noch lassen. Ja. So wie beim Wäsche zusammenlegen. Ja, genau. So wie beim Wäsche. Ich habe meine Technik. Nein, da will ich dir das auch nicht wegnehmen. Ich war schon überfordert mit meinen Sachen, ja, weil man weiß ja nicht. Ich habe zu viel Zeug mitgehabt. Ich glaube, das kennen auch viele. Du nimmst einfach zu viel mit. Diesmal, das erste Mal, glaube ich, habe ich nicht so viel Zeug mitgehabt. Ja, im Endeffekt. Abgespeckte Version bin ich gereist. Aber wir sind auf jeden Fall, wir haben eigentlich eine wirklich sehr schöne Route gehabt, weil wir sind in Porto gelandet. Das ist eine wirklich sehr nette Stadt. Also die waren total kinderaffin. Also da sind sie vorbeigegangen. Ich meine, auch wahnsinniger Tourismus. Und wir sind eigentlich nicht gerade die wirklich in diese Hauptzentren fahren und dort die Main-Sachen abgehen. Wir lieben das, in die Seitengasseln hineinzuschauen, genau, dort das kleine Café zu finden. Genau. Ja, einfach also, diese Kultur an sich, auch die Leute kennenzulernen, die dort leben. Ja, das haben wir dann auch, glaube ich, am dritten Tag erlebt, ein wenig. Also jetzt denkst du nämlich nach. Ja. Aber also der erste Tag, wir haben ja nicht so einen langen Flug gehabt, wir sind abgeholt worden, sind in unser Hotel gegangen und sind dann einmal in die Stadt Porto einmal hinein und sind so in die Innenstadt, wo dann Schüler so wie ein College war das. Also eine Uni war Uni das, glaube ich. War das, so eine traditionelle Singaktion gemacht haben und die sind durch die Straßen gegangen und haben
urlaut gesungen. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Das war eigentlich sehr witzig. Ja, weil es hat ein bisschen sektenmäßig oder ja, weil sie alle schwarz Demo-mäßig. Ja. So ein Mix aus beiden irgendwie. Aber sie haben total gelacht und wir haben dann gefragt, was das ist. Und sie haben halt erzählt, dass das halt so traditionell ist, dass die Ersten, die in diese Stufe kommen, die müssen quasi marschieren für 2-3 Stunden durch die Stadt und irgendwas singen. Es hat sich sehr bizarr angehört, aber nachdem du gewusst hast, was es ist, war es dann schon relativ angenehmer zu nehmen, so wie es ist. Aber der Kaffee war richtig gut dort. Also der Kaffee und vor allem günstig. Ja, wir Wahnsinn. Waren echt schockiert, wie günstig grundsätzlich die Getränke dort waren. Ja. Also wie lange ist es her, dass wir für einen Kaffee 1 Euro gezahlt haben? 75 Cent, bitteschön. Ja. Für einen guten Kaffee. Du gehst in Wien für einen schlechten Kaffee für 5,40 Euro irgendwo hin. Ja. Ja, das ist ein Wahnsinn. Nein, da war wirklich, da musste ich sogar gleich zart trinken. Ja. Das war wirklich sehr lecker. Nein, Porto hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wir hatten ja am nächsten Tag eine Bootsfahrt eingeplant gehabt und wir sind da zu Fuß hin und haben uns gedacht, okay, das Navi zeigt circa 20 Minuten. Gut, wir sind circa 35 Minuten davor losgegangen und ich bin die ganze Zeit vorangegangen und ich sehe nur im Hintergrund die ganze Zeit die Dora filmen und schau her mal und da, da, da. Und ich habe gesagt, komm, wir müssen das Boot jetzt erwischen, wir kommen sonst noch zu spät. Ja, ja. Ist so oder so nicht erwischt. Und wir sind da dorthin. Ich habe um 1 Minute zu spät und unser eigentliches Boot ist schon weggefahren. Aber wir haben gleich einen Platz in der nächsten Bootstour bekommen und wir sind dann über 2 Boote drüber und ich glaube, das war unsere allererste Bootstour, die wir so gemacht haben. Mhm. Deshalb haben wir uns auch die Schwimmweste zugelegt für den kleinen Mann, weil ich gesagt habe, auf einem Boot ohne Schwimmweste geht mir der nicht. Ja, das ist mir einfach zu gefährlich. Und wir sind da sicher, wir haben das Alter definitiv ein bisschen in die Höhe gehoben. Ich finde, das hat man schon gesehen, wie wir im Flieger gesessen sind. Also du warst rund um Pensionisten. Ja, aber die einfach die Zeit gehabt haben, schon ihre Reise zu machen. Die aber noch länger unterwegs waren, nachdem wir mit einer geredet haben aus Berlin, die länger unterwegs waren als wir. Naja, die haben ja auch die Zeit. Die haben die Zeit dafür, ja. Aber nicht so schlimm, wie wir dann zurückgeflogen sind. Das ist richtig schlimm. Aber nein, zurück zu Porto. Und ja, also den Kleinen, also der ganz Kleine, der hat ja noch nicht so viel mitbekommen. Der hat ja die meiste Zeit geschlafen, aber für den Großen war die Bootstour auch ein wahnsinniges Highlight. Also das sind diese Momente, die ich einfach, deswegen habe ich genieße. Gesagt, ja, deshalb will ich es machen, weil du das nicht mehr kriegen wirst. Mhm. Und ich glaube, so jung sind wir beide noch nicht, also ich zumindest war so jung nicht auf Reisen mit meinen Eltern. Und ich glaube, wenn wir das jetzt so weiterführen, glaube ich, hat der Große oder beide einfach was zu erzählen. Und das ist einfach wunderschön. Aber weißt du, was ich am anstrengendsten empfunden habe von der ganzen Reise, was auch wirklich tagtäglich gewesen ist. Wir haben jetzt wirklich noch gar keine Zeit gehabt, wirklich darüber zu reden, weil jeden Tag jetzt, seit wir zurück sind, irgendwas anderes gewesen ist. Aber in der Früh das Fertigmachen und zum Frühstück gehen. Ich hatte nämlich immer schon so einen Hunger, weil ich bin ja immer früh und munter. Und die Kiddies einmal ready zu machen, dass du ready bist, ja, und dann zum Frühstück zu gehen, das sind ja Stunden vergangen, ja, da passt den ersten fertig, blärt der andere schon wieder, ja. Also das war das morgendliche Szenario, war schon, weil ich so Hunger gehabt habe, jedes Mal mühsam. Das hast du am letzten Tag, hast du es dann schon gesagt, wo ich da eh schon 10-mal gesagt habe, bitte geh du einmal vor, beziehungsweise geh einmal was frühstücken und dann gehst halt mit uns noch einmal. Na genau. Wäre das Highlight für dich gewesen. Na, ja, daheim läuft es halt ein bisschen alles gechillter, ruhiger, weil du kannst halt, während du die Kiddies vielleicht ready machst, kannst dein Frühstück herrichten. Und so gab es nur von bis das Frühstück. Ja. Und das fand ich schon auch stressig. Genau, das ist diese Zeitspanne, wo du sein musst, ja, war schon sehr stressig. Das stimmt. Das hat uns dann im Endeffekt, wie wir in Porto waren, zu dieser Bootstour, ja, und wir hatten dann auch einen wahnsinnig netten Ausflug in einen Weinkeller und haben ich habe einen Portwein getrunken, der wahnsinnig gut war. Mhm. Ich habe mir gedacht, jetzt, da nehme ich mal was mit, aber wir sind ja
ich nippe das ja nur, aber das, der war wirklich lecker, ja. Aber ich glaube einfach, dass wenn wir wieder auf Reisen gehen, dass wir sicherlich das nächste Mal ein bisschen gemütlicher angehen werden. Im Sinne von, dass wir uns auch ein paar Tage einmal, wo du wirklich chillen kannst, einplanst. Weil, zur Freude meinerseits. Nein, das war auch diesmal meinerseits. Ja, aber ich fand es so lustig, weil du grundsätzlich immer mir gesagt hast, nein, so Strand liegen und nur herumgammeln, das bist du überhaupt nicht, das kannst du gar nicht. Einfach nur relaxen, das Sonne liegen, das geht gar nicht. Ja, und jetzt habe ich das komplette Hardcore-Programm gehabt. Jetzt hast du das Hardcore-Programm mit Kiddies. Ja, eben. Und wir hatten ja auf dem Weg in die nächste Stadt hatten wir einen Stop am Strand. Mhm. Und du hast mir dann im Nachhinein gesagt, also das war echt der schönste Tag. Und ich so, was? Der schönste Tag im Sinne von... Ja, es war relaxed, es war einfach gechillt. Der Große hat im Sand gespielt. Ja. Wir konnten auch ein bisschen runterfahren, die Sonne genießen und alles. Es ist was anderes, wenn du kleine Kinder hast oder schon Kinder, die ein wenig mittun. Ja, ja, also wir wissen jetzt, wie das Ganze schon abläuft. Ja, weil wir hatten ja bei dieser Reise auch Up and Downs, sage ich jetzt einmal. Ja. Wir hatten zum Beispiel am dritten Tag sind wir dann mit dem Auto weitergefahren. Wir hatten ein Mietauto und plötzlich hat meine Visakarte nicht mehr funktioniert. Es wurde, also ich habe eine Sperre oben, dass du bis zu einem gewissen Betrag dorthin gehen kannst, aber dann nicht mehr, so wie bei einer Bankomatkarte. Ja. Und du musst eine Kaution zahlen und das hat nicht funktioniert. Und ich habe dann bei meiner Visa angerufen und da hängst du mal 30 Minuten drinnen, bis da jemand abhebt. Und die hat zu mir gesagt, ja, da müssen sie ihre Bank kontaktieren und das kann eventuell schneller gehen, aber muss es nicht. Normalerweise dauert das 2 bis 3 Werktage. Und ich so, wie bitte? Ja. Und wir sind ja von unserem Fahrer leider Gottes zu der falschen Station gebracht worden in Portugal. Wir hätten zum Flughafen zurückgebracht werden sollen, sind aber zu einem anderen Standort gebracht worden. Somit war auch das Auto, was wir eigentlich bekommen hätten, auch nicht vor Ort. Also es ist an dem Tag wirklich so ziemlich alles in die Hose gegangen, was in die Hose hätte gehen können. Ja. Naja, unser Tag hat ja eigentlich, wir wurden abgeholt um wie viel Uhr? 39. Das war ja schon einmal. 39, ja. Sind eine halbe Stunde eh nur eigentlich hingefahren und dann weggekommen. Schlussendlich waren wir um 4:30 am Abend, also später sind wir weggekommen. Das war halt, also so kann man sich einfach nur vorstellen, wie ein Tag dort bei der Autovermietung sein kann. Aber wir waren immer positiv. Ich habe einmal ganz kurz die Nerven hingehauen. Ja, ich habe geglaubt, oh Gott, ich muss jetzt mit den Kindern irgendwo hingehen, weil das war... Von Höhen und Tiefen. Wir haben da hast du schon echt schon gesagt, so aus, morgen fliegen wir nach Hause. Weil die mir eine falsche Information bei der Bank gegeben haben. Aber sie waren sehr bemüht dort, das muss man ja ihnen lassen. Nein, in Portugal waren sie total bemüht, nur in Österreich. Nur in Wien nicht, das war das Problem. Da haben sie gesagt, ja, du bist jetzt in Portugal. Dann, wir hatten aber das Glück, dass erstens ein Werktag war ja, und zweitens es schon noch sehr früh war. Stell dir vor, es wäre uns am Abend passiert. Ja? Ja. Da hätte man niemanden mehr erreicht. Und ich... habe meine Mutter angerufen. Der Joker von jedem das ist die Mami wieder Eltern, gut. Ja. Ich habe gesagt, Mama, meine Visakarte funktioniert nicht. Und wir haben ja einen guten Banker bei uns, wo meine Eltern ja auch sind. Und die haben das dann wirklich go right gemacht und das auch recht schnell. Es hat zwar dann trotzdem, glaube ich, 5 Stunden gedauert, aber im Normalfall dauert das ja Tage. Und die Visa hat mir ja nicht geholfen, ja. Dafür konnten wir das Industriegebiet von Porto kennenlernen. Ja, aber das waren wirklich, wir sind dann auf einen wirklich netten Café gegangen. Das war eigentlich
so würde man in dieses Café aus nie reingehen. Nie reingehen. Aber das war ein Familienbetrieb. Genau. Mit Tochter und Eltern eben. Die Eltern schon ein bisschen älter, gell? Und die waren total lieb und bemüht. Ja, voll. Und der Café und war wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Also du hast dir immer einen Tee-Kaffee getrunken. Ja. Und die aber überall, man hat überall einen bekommen. Überall. Das bekommst du in Wien nicht. Nein. Geschweige denn überhaupt in Österreich. Ja. Aber du kannst nicht einmal zu den Freunden gehen und sagen, die bieten mir nämlich jedes Mal, magst du einen Kaffee? Und ich so, ich trinke nur koffeinfrei. Na, den habe ich nicht. Ich gehe schon jedes Mal mit mittlerweile gemahlenen, also auch Kapseln, nehme ich mich zu den Freunden. Was für eine Maschine hast du? Ich habe beides mit, ja? Wirklich? Nein, aber das war wirklich, ich bin ja, ich meine, wir können jedes Mal über diese Dinge lachen, die uns passiert sind, weil bereuen tun wir keinen einzigen Tag. Auch bei den schlechten Sachen, sage ich, also schlechten Sachen. Es gibt einfach bei jeder Reise stressiger. Ja, die Jungs waren super brav. Also die haben wirklich super durchgehalten. Die haben dann auch geschlafen. Am Abend waren sie dann ein bisschen schon streichfähig. Aber das war auch da. Wir sind eine Familie, die so, ich sage jetzt zwischen 5 und 6 Abend isst. Und in Portugal essen die aber grundsätzlich erst so um 7. Naja, um 7 sperren sie auf. Um 8 geht es dann erst so los. Und das ist bei uns einfach zu spät dann. Vor allem für die Kiddies. Wir könnten ja noch, okay, ich kann noch durchhalten, der Rest nicht. Ja, mittlerweile du auch nicht mehr. Du schläfst dann auch schon vor mir ein auf der Couch. So ist es. Hallo? Nicht. Ich bin müde. Ich habe da 2 Kinder zu betreuen. Ja, ich darf das. Ich habe auch 2 Kinder zu betreuen. Zwar nicht so wie du, aber trotzdem. ja, aber wir haben irgendwann einmal das Auto dann bekommen. Es hat dann irgendwie funktioniert und ich war unheimlich dankbar. Irgendwann, weil die Wien konnten uns nicht weiterhelfen. Nein, pass auf, aber der Höhepunkt, so kurz bevor wir fahren durften, waren ja noch die 2 Kindersitze. Das begonnen hat es ja, dass die dort uns 2 Babyschalen hingestellt hat, wo wir gesagt haben, für einen großen, Babyschale. Ja. Nein, nicht. Und ich so, ich fahre mit dem nicht, da sitzt man sicher nicht in der Babyschale, da passt er nicht einmal rein. Na, was anderes hat sie jetzt nicht, ja. Aber sie hat es dann organisiert von dem Standard, wo wir eigentlich hätten hin müssen. Hat sie einen hingeschickt. Die war eh total hilfsbereit, total wahnsinnig hilfsbereit, ja. Aber es war dann schon. Es war dann schon drüber und dann hatten wir endlich diesen Kindersitz auch für den Ältesten. Und dann haben sie uns aber so stehen lassen mit den Kindersitzen und neue Kinder sind, ich meine, die Babyschale ging noch, die habe ich noch geschafft, aber dann beim großen Sitz, die baut man ja alle irgendwie anders ein. Und diese kleine Zeichnung da drauf, wie man das einbaut, das war einfach nicht erkenntlich. Ja? Mhm. Und ich habe die dann halt gefragt, ob sie mir irgendwie helfen können. Ich eh schon müde und auch ein bisschen hungrig, weil wir haben seit dem Frühstück eigentlich nichts gegessen gehabt. Ja? Und er hat gesagt, nein, er kann mir eigentlich nicht helfen, weil er hat auch keine Kinder und sie hat auch keine Kinder, weil ich dann gefragt habe, kann die Kollegin helfen? Vielleicht, nein, die hat überhaupt keine Kinder und das müssen wir machen. Und ich kann mich noch erinnern, ich baue den ein. Eigentlich irgendwie, ja, sichtlich. Ich wusste, dass es irgendwie drinnen war, falsch. Ja. Und der ist dann gekommen. Wenn du gerade bist, ist der Faden echt schon. Ja, damit, ich war reizt. Ja, da darf dann niemand mehr irgendein Haar krümmen. Ja, ich habe sie schon schreien können. Also, wir sind wirklich alles durchgegangen. Aber die Witz ist. Erzähl weiter. Und der hängt da drinnen und es war aber. Weißt du, ich habe das rein. Das hast du ja nicht einmal gesehen. Ne? Ich habe das gesichert, also reingeschnallt. Vom Großen. Die Babyschale war kein Thema. Ja, die Babyschale. Aber Thema. Vom Großen, ich habe das reingeschnallt, diesen Gurt in die Schnalle halt. Also soll ich es noch einmal? Und dann war so eine Riesenschlaufe, dann ist das durch den Sitz da durchgegangen, ja. Pass auf, die hast du nämlich nicht gesehen, diese Schlaufe, ja. Und dann habe ich diesen Typen gefragt, ob er mir da helfen kann. Und er geht hin, ja, und er so, nein, er kann mir nicht helfen und zieht halt so an dem Gurt. Und das ist halt, im Sitz habe ich das noch einmal fixiert gehabt, ja, aber das muss ja gespannt sein, ne? Ist das noch ein Knoten? Ja, aber jetzt pass auf. Und er zieht an und sagt, na, für ihn passt das. Und er zieht und er zieht und ich habe mir gedacht, Alter, das hab ich schon und du hast aber dann nur gesagt,
aber er sagt, das passt und nicht so Virginia. Das passt sicher nicht. Das Problem ist, wir haben für unsere Kindersitze das Isofix. Ja, das hatten sie. Sie wussten ja nicht einmal, was Isofix ist. Nein, also das war auch, weil der Standort das nicht gehabt hat. Ja, beim anderen hätten sie es uns schon eingebaut gehabt. Genau. Und dann wollten sie uns ja zum anderen Standort schicken mit den Kindern. Und nein, wollten sie nicht. Sicher. Das hat er mir gesagt, also, nein, wir können nur rüberfahren. Und ich so, ich fahre sicher nicht rüber. Wir haben zwei Kinder. Wie soll ich rüberfahren? Naja, keine Ahnung, aber sie können ja mal rüberfahren. Und ich so, Herz, was verstehst du daran nicht? Zwei Kinder, einen Kindersitz, der nicht eingebaut ist. Ja, nur damit wir diesen Kindersitz einbauen. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat, dass wir da rüberfahren. Ja, das war auch schon für alle lange. Die haben sich auch gedacht. Er war dann urlieb und es hat mir dann urleid dann eigentlich, ja, weil er versucht hat, mir zu helfen, aber ich schon so drüber war und grantig, weil alles so sich so in die Länge gezogen hat. Da waren wir auch schon 6 Stunden dort. Ja, und es hat jedes Mal geheißen, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Und dann habe ich immer wieder probiert, mit der Visa zu stecken. Ja. Hat aber nicht funktioniert. Aber ich verstehe halt nicht, warum so ein Standort nicht lernt, diese Kindersitze einzubauen. Ich verstehe es nicht. Er hat zu mir gesagt, sie dürfen es nicht. Sie dürfen es nicht wegen der Verantwortung. Ja, und das verstehe ich auch. Andere Frage, beim anderen Standort, hätten sie es uns eingebaut? Ja, vielleicht haben die die Befugnis gehabt, ich weiß es nicht. Wir waren ja nicht dort, wir können es nicht wissen. Nie und nimmer. Im Endeffekt haben wir wirklich das Beste irgendwie draus gemacht. Also, aber hey, ich habe es dann geschafft. Zum Glück hatten wir freies Internet. Über YouTube haben wir da ziemlich viel herausgefunden. Also du bist da eh eine Meisterin da drinnen. Ja. Ich habe mir nur gedacht, das darf mich nur jetzt keiner mehr anreden. Aber Halleluja, wie wir dann im Auto gesessen sind. Halleluja, weil wir sind ja dann noch 1,5 Stunden weitergefahren. Und plus eine halbe Stunde. Und die liebe Virginia hat sich wieder mal verfahren mit dem Navi. Da war ich wieder mal drüber und habe gedacht, Alter, das gibt's doch nicht, oder? Aber mir die Schuld geben. Ich hätte es ja kontrollieren müssen. Was? Das hast du, nein! Das kannst du dich nicht mehr erinnern, nein, dass du das 30 Minuten. Naja. Ich habe die Straße eingegeben. Straßen eingeben, ja. Genau, aber anscheinend, so wie in jedem Land, gibt es diese Corsa de la 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 überall. Ja, ja aber so wie war du, nicht. So wie du mal zu deiner Großmutter in die falsche Richtung. Zu der Großmutter, zu der man eh schon Jahre fährt, ja. Ja, aber nie ohne Navi. Aber plötzlich wohnte die am Land, ja. Und so oft war ich jetzt bei dieser Familie auch nicht, ja. Ja, aber man weiß ungefähr, wo man rausfährt, in welche Richtung. Ja, deshalb wusste ich ja dann im Endeffekt, ich bin plötzlich falsch. Plötzlich stehst du in Mistelbach. Eine Stunde von Wien. Ich bin auf eine wirklich schöne Landstraße wieder zurückgefahren, das muss ich schon sagen. Stimmt, da haben wir schon zusammen. Willst du mich jetzt da überall blamieren? Nein, will ich nicht. Mir kann das auch passieren. Da ist man so vertieft in die Gespräche, wie oft passiert uns das, dass wir reden, ja? Und die Ausfahrt verpassen. Und die Ausfahrt verpassen. Ja. Und dann diskutieren wir. Ja, und dann fangen wir diskutieren an. Und dann ist vorbei. Meistens ist dann nämlich die nächste Ausfahrt erst so eine halbe Stunde weiter weg. Also du musst dann wieder die Runde machen und das ist dann der Horror für mich, weil ich weiß, okay, jetzt bin ich da gefangen im Auto mit ihr. Sie ärgert sich. Aber gut. Erst, das Autofahren ist bei mir, da hört sich's. Da hört sich's einfach auf. Da habe ich überhaupt keinen Humor mehr. Das stimmt. Das Autofahren ist für mich, nein, das ist das Schlimmste. Also ich fahre, ich liebe Autofahren. Aber nur die anderen, die können alle nicht fahren, gell? Und das Navi, ja. Nein, das ist bei mir, das kann so gehen und da werde ich urkrantig beim Autofahren, wenn ich keinen Parkplatz finde. Aber wir kommen ja auch noch zu einer Story, die uns auch beim Autofahren passiert ist. Und eigentlich hätte ich mir gedacht, dass diese Folge sich in einer Folge ausgeht, aber wir sind ja nicht einmal ansatzweise am Ende von unserer Portugal-Reise. Wir sind erst am Anfang, weil wir schon so viel reden. Und eigentlich wollten wir darauf zurückgreifen, verreisen mit Kindern, ja oder nein. Ich werde aber trotzdem sagen, wir werden diese Folge einfach aufteilen in 2 Teile, dass wir dann noch einmal ausführlicher um das Thema noch einmal reden können, ob wir es noch mal angehen werden, verreisen. Aber das können wir eh schon sagen eigentlich. Aber was wir anderen Eltern empfehlen würden, wenn sie das angehen sollten oder wenn sie sich denken, na, aufgrund der Kinder will ich jetzt nicht verreisen. Ich würde sagen, don't miss it. Also man muss das auf jeden Fall einmal gemacht haben, um zu merken, was man wirklich will. Aber ich finde auch, was mit den Kiddies geht.
genau, was mit den Kiddies geht. Und also, ich würde sicher nicht starten mit einer, so wie wir es jetzt gehabt haben, mit einer Städtetour. Ja. So also, kurz, wenn länger bleiben, dass man auch Erholungstage, Tage für die Kiddies mit Strand, Schwimmen, all inclusive. Was auch immer. Nicht wo man weiterfahren sich, im Grunde. Nein. Einfach wo bleiben und von dort aus erleben. Aber genau. Wir haben eigentlich noch wirklich viel zu erzählen, auch wirklich viele lustige Sachen. Ich sage nur Polizeimann in Faro dann, was uns am Ende passiert ist. Aber wir sind jetzt auch schon leider über der Zeit. Aber ich sage jetzt einfach, wir teilen das in zwei Teile wieder auf. Verreisen mit Kindern, ja oder nein? Und ja, dann sage ich jetzt schon einmal, liebe Dora, hast du noch was hinzuzufügen? Nein, wir hören uns das nächste Mal noch einmal hier. Genau, mit derselben Betitelung. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil. Dankeschön.